Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer hätte gedacht, zu Beginn dieser Legislaturperiode, dass wir jetzt fast am Ende der Legislaturperiode dastehen und über ein Thema sprechen, einen Nachtragshaushalt im positiven Sinne. Ich kenne die Nachtragshaushalte zu gut. Wenn man investieren sollte, müsste und das Geld nicht zur Verfügung steht. Wir sind in der Luxuslage, dass wir darüber sprechen können, wie verwenden wir das Geld, das in diesem Jahr erwirtschaftet worden ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, lassen Sie mir es zu Beginn sagen, es muss schon erlaubt sein. Wenn es auch bei aller Zeit, die ins Land geht, der Gedanke wäre, dass man sagt, naja, schnell, aber wenn wir um das Verteilen von 6,2 Milliarden sprechen, dann muss es erlaubt sein, dass man eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen länger diskutiert. Es geht nämlich um richtig Geld. Und dass die 3,5 Milliarden, die wir zusätzlich in den Kommunalinvestitionsförderungsfonds stecken, wir hatten ja schon 3,5 Milliarden in den Fonds gesteckt und jetzt noch mit zusätzlich 3,5 Milliarden reinkommen, dass dies unstrittig ist, ist heute schon angesprochen worden. Bloß man muss auch ganz klar ansprechen, die Zuständigkeit für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen liegt nun mal bei den Ländern. Und es ist eine zusätzliche Aufgabe, die wir hier annehmen, nämlich nicht nur mit 3,5 Milliarden, sondern mit 7 Milliarden, wenn man es zusammen addiert. Ich freue mich, dass das so läuft. Ich hoffe, viele Kommunen nehmen auch dieses Angebot an und es läuft in den Ländern einmal schneller ab wie die ersten 3,5 Milliarden, weil da stockt es ja noch einigermaßen, was hier abläuft. Und wenn man über Investitionen im Straßenverkehr oder in anderen Bereichen spricht, dann denke ich, sollte man auch daran denken, dass wir momentan so viel Geld in manchen Bereichen zur Verfügung stellen und das gar nicht abfließen kann. Deshalb ist es meines Erachtens richtig, notwendig, generationengerecht, dass man zumindest einen großen Teil dieses Geldes, das in der Rücklage steckt, für Tilgung verwendet oder in eine zweckgebundene Rücklage steckt und hier für einen späteren Zeitraum, es sind ja nicht immer die Jahre so gut wie jetzt, was entnehmen könnte. Es müsste aber eine zweckgebundene Rücklage sein. Aber mein Favorit, und das sage ich ganz ehrlich, mein Favorit ist ganz klar die Schuldentilgung. Denn wir werden nicht jedes Jahr in so einer Situation sein, wie wir in diesem Jahr sind. Darüber lässt sich tunlich und trefflich streiten. Das ist auch okay, dass man in einer großen Koalition andere Meinungen hat, dass man generell in einer Koalition andere Meinungen hat. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, es ist auch okay, wenn Sie dazu auch eine andere Meinung haben. Das ist gelebter Parlamentarismus. In diesem Sinne freue ich mich auf diese Diskussionen, auf diese Luxusdiskussionen, die wir im Ausschuss führen werden und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Dankeschön.